Ja, hallo, ich möchte kurz noch die Summenformeln herleiten, und zwar die Summenformeln für die arithmetische Reihe und für die geometrische Reihe. Wir beginnen mit der arithmetischen Reihe. Das, was wir bisher gemacht haben, war, dass wir die allgemeine Formel für das n-te Glied aufgeschrieben haben, also an gleich a1 plus n weniger 1 mal d, wobei a1 der Startwert war, n die Anzahl der Schritte, die ich gehen muss, dann deswegen n weniger 1 und mal d die Differenz zwischen zwei benachbarten Gliedern. Wenn ich jetzt die Summenformel mir anschaue, mit Gauss-Formel war das ja so, die Summe bis n wird berechnet mit dem ersten plus dem zwei letzten Glied, das Ganze multipliziert mit n halbe. Dann kann man die ersten 100 Zahlen zum Beispiel ganz schnell zusammenzählen. Das ist die Formel von Gauss. Wenn man jetzt statt diesen an vielleicht das obere an einsetzt, dann kommt man eben auf die folgende Summenformel. Ich werde es da kurz noch aufschreiben. Und nach dem Einsetzen kann man ein bisschen gemeinsame Sachen zusammenfassen. Man sieht, 2 mal a1 kommt vor, also 2 a1 plus n minus 1 mal d. Jetzt mache ich eckige Klammern, damit es übersichtlicher wird, mal n halbe. Und dann habe ich eben die allgemeine Summenformel für die Summe der arithmetischen Reihe bis zum folgenden Glied n. Diese Summenformel hat den Vorteil, dass ich nur a1 brauche. Das heißt, brauche nur den Start und nur die Anzahl, wie weit möchte ich geben, n und eben die Differenz und brauche eben nicht das letzte, das Endglied ausrechnen. Das zur arithmetischen Reihe, und bei der geometrischen Reihe schauen wir uns das ähnlich an. Und zwar haben wir ja hier als Ausgangsbasis gehabt. Das n-te Glied kann berechnet werden, indem man b1 mal q hoch n weniger 1 schreibt, wobei b1 wieder das Startglied ist und q der Quotient zweier benachbarter Glieder und n die Anzahl, wie weit muss ich denn das ausrechnen. Die Summenformel hierfür habe ich mal ohne Beweis angegeben. Summe n ist das erste Folgenglied mal q hoch n weniger 1 durch q weniger 1. Ich werde jetzt ein bisschen weiter ausholen, und zwar, wenn man uns das anschaut, das müssen wir beweisen, dann schauen wir uns mal an, was die Summe bis zum n-ten Glied ist. Also das ist ja nichts anderes als das erste, das zweite, das dritte und so weiter bis zum n-ten Folgenglied zusammengezählt. Das ergibt die geometrische Reihe. Jedes dieser Glieder kann man aber wie folgt berechnen. Also b1 ist ja nichts anderes als b1, b2 ist nichts anderes als b1 mal q, b2 ist nichts anderes als b1 mal q hoch 2, ich muss ja 2 mal mit q multiplizieren, damit ich auf das dritte komme, und so weiter. Das letzte Glied ist also dann b 1 mal q hoch n weniger 1. Brauche ich nur mit oben vergleichen. Also dieses bn ist ja das da oben, b1 mal q hoch n minus 1. So, und meine Behauptung ist jetzt, dass diese Summe, die ich da jetzt aufgeschrieben habe, sich schreiben lässt als b1 mal q hoch n weniger 1, q hoch n weniger 1 durch q weniger 1. Das ist zu zeigen, ist es wirklich dasselbe, diese Summe von diesen vielen, vielen Gliedern, ist es dasselbe wie hier b1 mal q hoch n weniger 1 durch q weniger 1. Rechnen wir das einfach noch. Auf alle Fälle sieht man, dass überall hier b1, 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 b1 vorkommt. Somit kann ich das schon mal herausheben. Haben wir b1 mal, was bleibt übrig? Hier bleibt übrig 1, da bleibt übrig q, dann
Quadrat und so weiter. Und ganz zum Schluss bleibt übrig q hoch n weniger 1. Ist es jetzt wirklich dasselbe wie b1 mal q hoch n weniger 1 durch q weniger 1? Naja, man sieht auf alle Fälle, dass dieses b1 auf beiden Seiten schon mal dasselbe ist und somit nur mehr nachgeprüft werden muss, dass diese Summe dasselbe ist wie dieser kurze Term. Wie machen wir das bei einer Gleichung? Bei einer Gleichung werden wir ganz einfach mit dem q weniger 1 multiplizieren, mit dem Nenner hier herunten, und das dann ausrechnen. Also multiplizieren wir mal mit q minus 1. Also Klammerterm 1 plus q Quadrat plus und so weiter plus q hoch n weniger 1 wird multipliziert mit dieser Klammer q weniger 1, und das soll ergeben q hoch n weniger 1. Wie schaut das jetzt wirklich aus? Da wollen wir ausmultiplizieren. Hier braucht man das Distributivgesetz. Das Distributivgesetz bedeutet, jedes mit jedem ausmultiplizieren. Also fangen wir langsam an. Q mal 1 und minus 1 mal 1. Okay, fangen wir an. Q mal 1 ist Q und minus 1 mal 1 ist minus 1. Dann haben wir Q mal Q ergibt Q Quadrat. Minus 1 mal Q ist minus Q. Weiters, Q mal Q Quadrat ist Q hoch 3, minus 1 mal q Quadrat ist minus q Quadrat. Plus und so weiter. Und die letzten beiden sind eben q hoch n minus 1 mal q. Naja, das ist genau um 1 weniger. Also wenn ich habe zum Beispiel q hoch 7 mal q, gibt q hoch 8. Also genau wieder q hoch n. Da muss man ein bisschen nachdenken. Aber das ist nicht so schwierig. Also haben wir da q hoch n stehen. Und minus 1 mal q hoch n weniger 1 ist q hoch n weniger 1. So, das ist die linke Seite der Gleichung. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich dieses q hoch n minus 1 ist. Man sieht ja ganz eine tolle Eigenschaft, wenn man sich das genau anschaut, von dieser Summe da auf der linken Seite, dass immer genau das q vorkommt und dann wieder das minus q. Ebenso das q Quadrat und minus q Quadrat. Diese Punkte, in diesen Punkten da dazwischen, kommt natürlich ebenso auch wieder das q hoch 3 vor. Mit minus q hoch 3 braucht man sich nur überlegen, was da der nächste Term ist. Q hoch 3 mal minus 1 ergibt wieder minus q hoch 3. Das heißt, diese Summe zählt immer das q Quadrat dazu und q Quadrat wieder weg. Oder q hoch 3 dazu und q hoch 3 wieder weg. Das, was auch wegfällt, ist eben das q hoch n weniger 1. Weil die letzte Sache, die ich da multipliziere vor dem q hoch n weniger 1 ist, q hoch n weniger 2, und das multipliziert mit q ergibt q hoch n weniger 1. Da habe ich ein Minus falsch gemacht. Somit bleibt eigentlich nur mehr zwei Dinge bleiben übrig. Genau das q hoch n und das minus 1. Und wie man sieht, ist es genau das, was hier auf der rechten Seite von der Gleichung ebenso steht. Das heißt, diese Dinge, die ich vorher gefragt, ob sie gleich sind, sind jetzt wirklich gleich, und somit ist meine Behauptung, dass man diese Summe als vereinfachte kurze Summenformel so schreiben kann, richtig. Und der allgemeine mathematische Beweis, man kann das aber ganz schnell nachrechnen, wenn man zum Beispiel die Summe bis 7 nachrechnen und das nach diesem Schema aufschreibt, schön ohne diese Punkte dazwischen, dann kriegt man das schön heraus und sieht, dass man das sofort abkürzen kann als q hoch 7 weniger 1 durch q weniger 1. Das gibt es als Hausübung zum selber nachrechnen. Zusammengefasst, die Summenformel der arithmetischen Reihe ist, wie gesagt, beginnend aus dem Gauss-Summen, erstes und letztes Mal n halbe, kann man das dann so schreiben, hat den Vorteil, dass man hier nur das erste Glied braucht und die und das, wie weit ich zusammenzählen möchte, also das n. Und bei der geometrischen Reihe
muss man ein bisschen länger überlegen. Ich bin von der Formel ausgegangen und habe gezeigt, dass diese Formel wirklich diese Reihe beschreibt, dass diese Summe dieser Formel entspricht. Damit kann man ganz viele Dinge lösen. Es wird einiges in der Finanzmathematik damit gelöst. Dazu aber später, wenn es um die Rentenrechnung geht. Herzlichen Dank.